Ich liebe es, in Erinnerungen zu schwelgen und durch meine Make-up-Sammlung zu gehen und zu schauen, was sich dort noch so verbirgt. Und deswegen reden wir heute über Produkte, über die gar nicht mehr, wirklich gar nicht mehr gesprochen werden. Und ich möchte euch dazu ein bisschen animieren, eure Make-up-Sammlung mal durchzuschauen und nach Produkten zu suchen, die ihr lange nicht mehr benutzt habt. Vielleicht verbirgt sich dort ja ein Schätzchen. Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute überlegt, was könntest du drehen und wonach ist dir heute? Ich höre immer so ein bisschen auf mein Bauchgefühl und ich stand an meiner Make-up-Sammlung und dachte mir, die ist ganz schön voll. Und da verbergen sich bestimmt einige ganz, ganz tolle Produkte, die ich lange nicht mehr benutzt habe. Und ich habe hier welche, die ich gerne mit euch heute in dieses Gesicht bringen würde. Ich will euch einfach ein bisschen animieren, euer Make-up auch zu nutzen, denn ihr habt mit Sicherheit auch einiges an Make-up, was da ist, aber schon lange nicht mehr benutzt wurde. Und deswegen würde ich vorschlagen, fangen wir gleich an. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Ich bin gut drauf, ich freue mich sehr. Es ist früh am Morgen, ich muss gleich los und das dachte mir, es passt sehr gut, dass ich mich dafür mit euch gemeinsam fertig mache. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video seht. Ich glaube, am 11. oder so. Vielleicht habt ihr schon das Studio gesehen. Ich sage es jetzt in den Videos immer dazu. Süß, ne? Sieht ein bisschen aus, als wäre ich in der Jagdhütte. War genau mein Vibe. Okay, ich habe hier vor mir liegen 1, 2, 3, 4, 5 alte Produkte. Die sind teilweise wirklich alt. Eins habe ich extra neu nochmal bestellt, denn da mache ich keine Scherze. Da mache ich keine Scherze, gerade bei Wimperntuschen, da bin ich wirklich vorsichtig, das wisst ihr mittlerweile. Deswegen habe ich mir noch mal eine neue davon geholt. Die ist aber seit 25 Jahren wahrscheinlich nicht verändert worden. Bevor wir das machen, wollte ich mit euch einmal ganz kurz über etwas sprechen, und zwar die Base. Ich habe neulich von einer Zuschauerin eine ganz, ganz spannende Nachricht bekommen. Und sie hat mich gefragt, Maxim, mein Make-up, das schwitzt so und das bröckelt so. Und dann habe ich sie gefragt, hey, was benutzt du denn vor der Foundation? Da hat sie mir eine ellenlange Liste aufgeschrieben und mir Fotos davon geschickt, was sie vorher an Skincare, was sie an Primern und hier noch ein Primer und da noch dies und da noch das. Und dann eine sehr reichhaltige Foundation. Und dann dachte ich mir, das ist zu viel. Das ist zu viel. Und ich habe es, ihr seht es ja bei mir auch meistens in den Stories im Alltag, dass ich wirklich kaum noch Produkte im Gesicht habe, weil ich einfach gelernt habe, wie viel schöner es aussieht, wenn ich weniger habe. Das heißt aber auch, dass ich Produkte brauche, die viele Dinge mit auf einmal erledigen. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, die richtigen zu finden, aber Gott sei Dank habt ihr mich. Ich helfe euch dann nämlich. Ich nehme jetzt hier ein bisschen was von meinem Typology Tinted Serum, weil das so ein bisschen alles verbindet. Pflege, vor allen Dingen Pflege und Farbe und Deckkraft. Und somit sieht das ganze Make-up natürlich auch viel, viel leichter aus. Ich habe nichts drunter. Gar nichts heute. Einfach um euch das mal zu zeigen, dass die Haut natürlich auch ein bisschen was von den Produkten aufnimmt und das ganz anders auf der Haut liegt, wenn ihr weniger Produkte benutzt. Das Schöne bei dem Tinted Serum von Typology ist, dass es so vollgepackt mit Pflege ist und ich deswegen keine Pflege drunter brauche. Wisst ihr, was ich meine? Den Hack, den ich euch da gerne mit auf den Weg geben wollen würde, ist, schaut euch euren Wetterbericht an. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen schwierig, aber das ist aber etwas, was mir auch Tatsache immer so ein bisschen hilft, mein Make-up so ein bisschen zu entscheiden. Wenn ich sehe, dass die Luftfeuchtigkeit einfach sehr, sehr hoch ist, brauche ich andere Produkte als an einem sehr trockenen Tag. Und da wir hier schon Squalane, Aloe Vera und Vitamin C mit drin haben, brauche ich einfach nichts drunter. Das ist wirklich das Schöne. Ich glaube, ihr seht es auch direkt. Eine ganz dünne, leichte Schicht auf der Haut und die Haut nimmt das richtig gut auf. Wenn ihr schon sehr viele Produkte drunter gebt, dann irgendwann ist die Haut halt auch in Anführungszeichen satt und dann schichtet sich das alles nur noch drauf. Deswegen mag ich das Typology-Produkt halt auch so gerne, weil es so, das ist so unkompliziert. Und ich habe einfach, ich glaube, das geht vielen von uns mittlerweile so, wir haben einfach nicht mehr so Lust auf so komplizierte Sachen, oder? Und was ich gesehen habe, ist, dass sie auch viele verschiedene Silikone benutzt hat. Und das Problem bei Silikonen ist, dass sie sich schnell nicht miteinander vertragen und natürlich auch teilweise nicht mit eurer Haut vertragen und eure Haut dann darauf reagieren kann. Deswegen probiert einfach mal, Produkte ohne Silikone zu benutzen und da ist das Tinted Serum von Typology perfekt. Das hat nämlich gar keine Silikone mit dabei und sorgt trotzdem oder auch eigentlich gerade dadurch für ein super natürliches Finish. Damit ihr das Ganze natürlich auch nochmal von Namen seht, ihr seht, wie sich das Produkt gerade, weil die Basis ist Skincare, es zieht schön ein, es hinterlässt einfach so ein leichtes, schönes, gepflegtes Hautgefühl und es sieht einfach unbeschreiblich schön aus. Wir fixieren das Ganze und dafür selbstverständlich dieses Mäuschen hier von Essence. Das ist das Brighten Up Banana Powder. Wow. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt.
Glaube nicht, oder? Oder gibt es das wieder? Ich würde mir wünschen, Essence, das ist verlorene Chance. Das in Pink. Das müsst ihr in Pink rausbringen. Gelb ist 2016. Ich nehme einen ganz großen, fluffigen Pinsel, gehe da rein und fixiere mir damit mein Make-up. Das ist ein sehr, sehr gutes Puder. Ich weiß, dass viele es wirklich immer noch gerne benutzen. Ich habe das lange nicht benutzt, Tatsache. Erstmal, es mattiert sehr gut, sehr schnell. Aber ich weiß, dass viele früher immer so eine Puderquaste genommen haben und das dann so unter die Augen gesetzt haben. Das ist sehr hell, ne? Auch das hat sich so verändert. Mittlerweile habe ich einfach meine Augenringe so ein bisschen akzeptiert und probiere sie gar nicht mehr so krass abzudecken. Bei meinem Hautton ist das, glaube ich, ein bisschen zu viel, aber du kannst damit, und das dafür finde ich es eigentlich ganz schön, du kannst damit wirklich punktuell ganz gute Highlights setzen. Gerade wenn du zum Beispiel deine Kontur hier so ein bisschen aufhellen willst oder hier punktuell so ein paar Highlight-Points setzen willst. Auf der Nase, gerade wenn man nicht unbedingt Schimmer haben möchte, um so ein bisschen mehr Definition mit reinzubringen, ist das schon ganz gut. Vielleicht gibt's, ich weiß es gar nicht, gibt's das noch? Wir bleiben aber gleich bei Essence, denn die habe ich ganz hinten gefunden. Die ist so weit nach hinten gerutscht. Ich war traurig. Und ich habe neulich an sie gedacht und dachte, Mensch, war es eigentlich echt gut. Die Contouring Duo Palette, die muss ja auch schon wirklich alt sein. Schade, dass da immer kein Datum draufsteht. Nee, leider nicht. Das war schon ein Knaller. Ne? Ich nehme denselben Pinsel, gehe hier rein. Die ist sehr, sehr kühl. Und vor allen Dingen auch noch sehr pigmentiert. Ja, die war damals, war das, glaube ich, wenn ich mich richtig dran erinnere, war das damals eine der besten Contouring-Produkte in der Drogerie, weil die meisten Contouring-Produkte waren immer so ein bisschen zu warm und das war ja auch, Contouring war ja was Neues in Anführungszeichen, ne? Also diese Farbe an sich. Man hat natürlich immer schon konturiert, aber meistens entweder mit Blush oder mit einem Bronzer, aber dass dann so etwas Kühles bei rumkam, das ist natürlich etwas ganz Besonderes Neues gewesen und boah, die ist wirklich, wirklich gut gewesen. Also, ich muss dazu sagen, ich würde jetzt nicht mehr unbedingt die Performance der einzelnen Produkte Stand jetzt in meinem Gesicht bewerten, weil die Produkte natürlich auch schon echt ein paar Jahre alt sind. Einige zumindest. Und sich dadurch die Konsistenz natürlich ein bisschen verändern kann. Was aber neu ist, und es passte ganz gut jetzt zu Typology, deswegen gebe ich da nochmal euch ein kleines Update mit rein. Denn es gibt natürlich auch gerade wieder eine Aktion. Und zwar, das nur über den Link unten, ab einem Einkaufswert von 45 € das Körperpeeling mit Mandelöl gratis mit dazu. Das ist so, so gut. Das ist ein Favorit von meiner Mutter. Ich bin ja auf die Marke durch meine Mutter gekommen damals, weil die sich damals, was war das? Weil meine Mutter sich damals das hier geholt hatte. Das ist das Assemblage Botanique à la Rose Blanche, Botanical Blend mit weißer Rose geholt hatte. Richtig, richtig toll. Abends einfach für so ein bisschen Slugging oder so. So, aber sie haben was Neues rausgebracht und das finde ich immer ganz spannend. Wenn Brands, die aus der Skincare-Welt kommen, langsam in die dekorative Kosmetik gehen, finde ich das immer richtig spannend, weil sie einfach eine ganz andere Basis haben. Und sie haben jetzt ein Tinted Eyebrow Gel rausgebracht und die Grundlage sind Peptide und Keratin, was einfach dafür sorgt, dass die Augenbrauen richtig schön buschig und richtig schön voll und gepflegt werden. Gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe hier Soft Brown und ich habe Blond. Ich zeige euch mal Blond. Packaging unglaublich schön. Blond ist so ein bisschen was Helleres, aber ich benutze trotzdem Soft Brown. Ist ein richtig schöner, kühler Ton, nicht rot. Also rote Augenbrauen wollen wir nicht mehr haben oder auch so grünliche. Ist ein richtig schöner, kühler Ton. Ihr könnt damit einfach durchgehen, die Augenbraue so ein bisschen in Form bringen und Fülle geben. Wenn ihr so sehr dünne, sehr helle Augenbrauen habt, ist das eigentlich immer perfekt. Achtet immer auf eure Haarfarbe. Also wenn ihr, es gibt viele, die haben dunkle Haare und helle Augenbrauen, einfach so ein bisschen anpassen, ein bisschen durchbürsten. Es fühlt sich sehr, sehr gut an, ohne dass es so verklebt und so Würstchen bildet, einfach um so ein bisschen Fülle zu nehmen. Und kleinen Hack habe ich noch. Mir fehlt ja hier hinten so ein kleines Stück meiner Augenbraue. Dann nehme ich mir einfach so ein dünnes Pinselchen, nehme mir ein bisschen was und ziehe mir damit in der wirklich selben Farbe die Augenbraue ein bisschen länger, einfach dass ich die Form richtig hinkriege. Das funktioniert sehr gut, aber das ist natürlich so ein Produkt, da geht es einfach um Pflege. Ne? Die Augenbrauen sind am Ende auch Haare und wie viel Geld geben wir für Haarpflege im Monat aus? Aber Augenbrauen und Wimpern lassen wir meistens aus. Ne? Und das hält ziemlich gut und vor allen Dingen, du kannst es so schnell und einfach benutzen. Und was mich hiermit überzeugt hat, ist die Farbauswahl. Also, dass es nicht rot ist, dass es nicht so grün ist und so komisch aussieht. Ich verlinke euch das mal, falls ihr noch eine andere Inspiration sucht. Es gibt auch noch das hier. Das ist so. Boah. Ich blende euch mal ein, wie das aussah. Wenn ihr das Video heute seht,
bin ich gerade auf der Preisverleihung für den Ubuntu Beauty Award und guess what, wie ich aussehen werde? Drenched in Body Oil. Von oben bis unten. So ein schönes, trockenes, also nicht, dass es so schmierig wird, ein trockenes Body Oil mit Vitamin C und fünf verschiedenen Ölen. Und dann dieser Schimmer, der so ganz, ganz fein ist. Und gerade wenn ihr auch so Pigmentflecken habt, vielleicht auf der Haut, hilft Vitamin C natürlich dabei, diese dunklen Flecken zu reduzieren. Und die Pflanzenöle geben dann nochmal so einen Schutz. Parfum hält darauf unglaublich lange. Ganz, 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 ganz tolles Produkt. Sieht auch in den Haaren sehr schön aus. Ist richtig, richtig wet. Tapology habe ich euch einmal gezeigt, da müsst ihr wirklich mal vorbeischauen. Die haben so viele tolle Sachen und ich denke immer noch so gerne an die Reise zurück nach Frankreich, weil ich auch einfach so viel gelernt habe über die Marke und über die Produkte, was ich halt einfach gerne immer mit euch dann teilen möchte. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch als Creator eine gute Bindung zu einer Marke hat und man auch lernt, woher die Marke kommt. Wir kommen zurück zu den Make-up-Produkten. Milani, wow. Habe ich auch lange nicht mehr benutzt. Das ist der Baked Bronzer in der Farbe Dolce. Seht ihr die Marmorierung? Ich sehe auch so ein bisschen aus wie 2017, Max, ne? Einfach hier rüber für so einen richtig schönen, warmen Touch. Bei gebackenen Produkten sage ich euch immer, benutzt bitte ein Spray am Ende, damit diese trockene Textur so ein bisschen wieder weicher wird. Der ist ganz soft. Als wäre der schon so ein bisschen angetrocknet, als wäre der schon ein paar Tage wirklich länger. Und damit gehe ich wirklich hier über die Nase, unter die Augen, um so einen Bronzy-Effekt zu bekommen. Der hat auch kaum Schimmer, ne? Also das ist wirklich so ein ganz zarter, warmer Bronzer. Oh ja, ich sehe es. Und jetzt so langsam zieht er die Feuchtigkeit auch aus der Luft und passt sich dann so ein bisschen an. Aber ich habe noch ein anderes Produkt. Kennt ihr den noch? Also ich muss sagen, oh Gott, wie hieß denn der? Der Luminoso Blush, glaube ich. Der Luminoso Blush war ja auch so, das war ja auch so ein Phänomen. Aber manchmal muss ich sagen, fehlt mir so ein bisschen diese Beauty-Zeit. Ne, dieses, man ist so freudig gewesen über die neuen Produkte. Man hat wirklich jedem Launch entgegengefiebert. Das war einfach so eine unbeschwerte Zeit, würde ich sagen. Und das ist ja heute alles nicht mehr der Fall. Ich habe das Gefühl, dass viele einfach den Spaß auch so ein bisschen verloren haben und weniger diese Sachen so zelebrieren, was sehr, sehr schade ist, aber ich verstehe es, weil es einfach irgendwann, es wurde einfach immer mehr und immer schneller und immer mehr und immer schneller und es ging ja selbst mir so, ne? Also irgendwann habe ich auch da so ein bisschen die Freude dran verloren, aber der Luminoso Blush, der war schon wirklich ziemlich, ziemlich gut. Es gab aber was Ähnliches und zwar war das der Cheek Lover Marbled Blush von Catrice. Dahlia Blossom 101. Baked Blush, war das nicht der Oil-Infused Blush oder so? Oder kam der danach raus? Das weiß ich gar nicht mehr. Auch eine wilde Farbe. Den blende ich mir mal ein bisschen höher heute. Sehr pink. Hat auch Schimmer mit drin, aber ich gebe den ein bisschen anders auf. Also ihr seht das, ich setze ihn weiter hier hinten hin und dann auf die Nase und vor allen Dingen zentral auf die Stirn. Weil mein Hals wird ja immer so ein bisschen rot, gerade jetzt so in den letzten Sommerzügen. Sieht mein Make-up natürlich auch immer noch ein bisschen leichter und ein bisschen anders aus. Es soll ja auch so ein bisschen was durchscheinen. Aber so ein leichter Glow, den finde ich eigentlich immer ganz süß. Ich habe den auch damals sehr, sehr gerne als Lidschatten benutzt, muss ich sagen. Na, das war ja auch. Da werde ich schon ein bisschen sentimental. Vielleicht habt ihr ja ein paar Produkte, wo ihr sagt, ey Maxim, die hast du bestimmt noch zu Hause. Probier die noch mal aus. Vielleicht sind die noch gut, vielleicht kann man die irgendwie noch benutzen. Habe ich richtig Lust drauf. So ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Vielleicht reagieren wir auch mal auf alte Videos. Habt ihr darauf Lust? Was ich natürlich nicht mehr habe, ist ein altes Fixing Spray, aber dafür ein neues, was ich sehr, sehr gerne mag. Elf Power Grip gibt es bei Rossmann. Das musst du machen bei gebackenen Produkten. Die brauchen das. Die brauchen einfach diese Feuchtigkeit wieder zurück. Um auch auf der Haut diesen, was ja nur durch diese gebackene Textur und diese gebackene Rezeptur passiert, bekommen kann. Sehr, sehr schön. Irgendwie mag ich es ganz gerne, ne? Also, könnte jetzt wirklich. Also, ich muss ja gleich los, aber irgendwie finde ich das ganz schön. So, pass auf. Diese Mascara. Wann kam die raus? Great Lash Mascara. Die muss doch in den 90ern rausgekommen sein, oder? Ich könnte fast wetten, dass die Mascara. Also, nicht die, aber die Mascara älter ist als ich. Wann ist die rausgekommen? Wer es weiß und wer es richtig weiß, der kriegt von mir ein Überraschungspaket. Die Great Lash Mascara von Maybelline. Erstmal, die Verpackung ist ja auch pottenhässlich, ne? Grün und rosa zusammen. Aber das Bürstchen. Ein klassisches, einfaches, schlichtes Bürstchen. Ich kämme meine Wimpern. Ich würde gerade sagen, wenn die Mascara in Braun wäre, mit der Formulierung, mit dem Finish, dieses jede. Also, die. Guck mal. Die trennt ja jede einzelne Wimper.
Das ist ja genau das, was ich mag. Dieses Einzelne, so ein bisschen spiky. Maybelline, dies ist eine Petition. Dies ist eine Petition, diese Mascara wieder rauszubringen. Ändert die Formulierung bitte nicht. Die Verpackung meinetwegen. Nicht das Bürstchen ändern, nur die Farbe. Die in einem Braun. Call me, ich habe eine Idee. Ich mache das für einen Lebensvorrat an Mascara. Schaut mal einfach nur so ganz leicht durch. Ich trage ja immer nur eine Schicht Mascara. Ich finde, eine zweite Schicht sieht bei mir meistens doof aus. Okay, die muss ich unbedingt hier liegen lassen, weil die wirklich sehr, sehr schön aussieht. Ich fühle mich richtig hübsch heute. Darf auch mal sein, oder? Gerade nach den letzten Wochen, wo ich wirklich hier gedacht habe, meine Haut ist am Ende. Aber ich habe es wirklich hinbekommen mit guten Produkten, mit weniger Produkten, mit weniger Produkten, mit schwierigen Inhaltsstoffen. Und deswegen bin ich ganz gespannt, was ihr zu diesem Gedächtnis-Look sagt. Kleine Erinnerung, schaut unbedingt bei Typology vorbei. Nur über den Link unten. Ab 45 € gibt es das Gratis-Produkt und das Tinted Serum. Ich benutze es in der Farbe 2. Ihr könnt auch Farben zusammen mischen. Ihr könnt auch den Concealer da so ein bisschen mit reinmischen, um noch ein bisschen mehr Deckkraft zu haben. Aber das Brow Gel, wenn ihr wirklich so ganz, ganz feine, helle Augenbrauen habt, die einfach nur so ein bisschen mehr Fülle haben wollen, aber trotzdem dieser Pflegeaspekt, ne? Bei Typology steht die Pflege vorne und erst dann kommt die Farbe. Deswegen schaut euch da gerne einmal ein bisschen um. Dort bekommt ihr dann auch das gratis Body Peeling mit dazu. Ich setze euch unten alles einmal in die Infobox und danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Passt auf euch auf.